gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Na, TV-Umstellung verpasst? Kein Problem. Bei Pure. Hol dir gratis Kabelfernsehen in HD und Streaming einfach nach Hause. Dazu gibt es Internet mit bis zu 1000 Mbits. Jetzt zum Testsieger wechseln auf pure.com. Dann bräuchte ich von dir nur noch ein Autogramm. Natürlich, Thomas. Nee, so. Hier auf den Lieferschein. Unsere Nachbarschaft gewinnt mit den Expert-EM-Angeboten. Die Testsieger von AEG. Für 549 Euro, für 699 Euro und für 1.399 Euro. Jetzt bei Expert. Ihre Expert-Fachmärkte in Hoyerswerda, Cottbus, Görlitz, Bautzen, Zeesen, Rangsdorf, Fürstenwalde und Bischofswerda. Internet mit bis zu 1000 Mbit. Einfach gebucht, schnell verbunden und viel gespart. Bis zu 1000 Mbit ab monatlich nur 39,99 Euro plus gratis TV. Jetzt informieren auf pure.com. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 21. Mai. Ich freue mich, Sie zur heutigen Sendung begrüßen zu dürfen. Seit vielen Jahren ist es in Schlieben bei Herzberg-Elster Tradition, am frühen Morgen des Pfingstsonntages dem Chorgesang des örtlichen Männerchors zu lauschen. Auch diesmal zog es wieder zahlreiche Zuschauer zu diesem Happening in die Schliebener Weinberge. Am Pfingstsonntag morgens um 7 in Schlieben. Ein verschlafenes Feiertagsnest mitnichten. Seit vielen Jahren ist das dortige Pfingstsingen am Spring mit dem Männergesangsverein 1836 Schlieben Tradition. Zahlreiche Besucher zog es zur frühen Morgenstunde auf den Langberg, um gemeinsam zu singen. Zusammen mit mehreren Gastchören aus der näheren Umgebung erklangen Stücke vom traditionellen Volkslied bis hin zur Moderne. Und natürlich gab es dazu auch wieder frisch gekochten Kaffee aus dem Kessel. Mit einer kleinen finanziellen Unterstützung dankte die Schliebener Amtsverwaltung den teilnehmenden Chören für das alljährliche Kulturhighlight am Pfingstsonntag. Der veranstaltende Schliebener Männerchor kann inzwischen auf 188 Jahre seines Bestehens zurückblicken. Das gemeinsame Pfingstsingen mit dem Schliebener Frauenchor und dem Chorverein aus Herzberg-Elster an historischer Stätte will man unbedingt am Leben erhalten. Im Anschluss ging es dann zum ebenfalls traditionellen Pfingstfrühschoppen zu den Winzern auf den Schliebener Weinberg. In Hoyerswerda sollen Busse künftig Vorfahrt bekommen. Die insgesamt 28 Ampelkreuzungen im Stadtgebiet werden dazu in den kommenden 2 Jahren mit einer Umschalttechnik bestückt und sollen dann automatisch erkennen, wenn sich ein Bus der Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda nähert. Das Ganze entsteht dabei bereits in Vorbereitung auf eine spätere Elektrobusflotte, welche besonders energieeffizient unterwegs sein muss. Im Idealfall könnte eine haltfreie Durchfahrt ermöglicht werden, so VGH-Chef Stefan Löwe. Für das Vorhaben hat die Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda jetzt weitere Fördermittel im Rahmen der Modernisierung erhalten. Staatsminister Oliver Schenk übergab den entsprechenden Bescheid Ende vergangener Woche im neuen Mitmachlabor an der Bonhoeffer Straße. Als erste Stadt in Sachsen wird das System in Hoyerswerda auf 5G-Basis umgesetzt. Rund 700.000 Euro sollen investiert werden. Und wir kommen zu den Kurznachrichten des Tages in der Lausitz.
Die aktuellen Temperaturen legen es nahe, es wird langsam wieder Zeit, sich mit dem Thema Wasser zu befassen. Die Badesaison ist Anfang Mai schon gestartet und auch beim Hallenbad in Kamenz geht es voran. Diese und weitere Infos folgen jetzt. Für den Umbau des Lessingbades in Kamenz soll Ende Mai ein neuer Zweckverband gegründet werden. Eine entsprechende Genehmigung sei jetzt durch die Landesdirektion Sachsen erfolgt, so die Stadtverwaltung Kamenz und die Kreisverwaltung des Landkreises Bautzen. Mit dem neuen Zweckverband und dem Trägerwechsel soll es möglich sein, Fördermittel aus dem Investitionsgesetz Kohleregion abzurufen. Bisherige Finanzierungsmodelle des jetzigen Trägers Landkreises Bautzen sind gescheitert. Die neuen Pläne der Stadtverwaltung sehen die Errichtung eines neuen Kombibades für Verein, Schulschwimm- und Touristen vor. Die Kosten dafür belaufen sich auf über 31 Millionen Euro. 2027 soll der Umbau starten. Die neue Bühne Senftenberg wird als erstes Theatermitglied im Kooperationspartnernetzwerk Tolerantes Brandenburg. Intendant Daniel Ries unterzeichnete dafür gemeinsam mit der Chefin der Staatskanzlei, Ministerin Katrin Schneider, in Potsdam die entsprechende Kooperationsvereinbarung. Seit 2005 arbeitete die Koordinierungsstelle der Landesregierung Brandenburg mit Partnern zusammen, die sich für eine starke und lebendige Demokratie einsetzen. Neben der neuen Bühne sind seit dem 13. Mai auch die Aktion Kinder- und Jugendschutz Brandenburg und die Europäische Sportakademie Land Brandenburg Teil des 51 Partner umfassenden Bündnisses. Lausitzwerk und die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda unterstützen die Kirchgemeinde Schwarzkolm und die Grundschule an der Elster in Hoyerswerda. Dank finanzieller Hilfe des Lausitzwerks und Eigenmitteln der Kirchgemeinde kann der Taufengel beispielsweise in der Marienkirche Schwarzkolm ab 2024 geräuschlos herabgelassen werden. Der Sponsoring-Vertrag wurde von Frank Hirche, Aufsichtsratsvorsitzender der Lausitzwerke, an Mirko Pink, Vorsitzender des Dorfclubs Schwarzkolm, übergeben. Ebenso wurde das Projekt Bau einer Pergola als Sonnenschutz auf der Schulterrasse in der Grundschule an der Elster finanziell durch die beiden Unternehmen unterstützt. Mehrere Kinder aus dem von der Arbeiterwohlfahrt betriebenen Hort haben der Gemeinde Radibor jetzt ein besonderes Geschenk gemacht. Vor wenigen Tagen überreichten sie Bürgermeisterin Madeleine Rentsch 7 Nistkästen. Die Jungen und Mädchen aus der 1. bis zur 4. Klasse haben die Kästen in den Ferien mit Hilfe von Bausätzen und der entsprechenden Anleitung selbstständig gebaut und anschließend noch künstlerisch gestaltet, erklärt Hortleiterin Lisa Zettel. Ein Kasten wurde schon an der Feuerwehr im Ortsteil Köln aufgehängt, 2 verbleiben auf dem Schulgelände. Die anderen sollen im Gemeindegebiet verteilt werden, möglichst in den Orten, wo die Kinder wohnen. Dann können sie selbst beobachten, wie die Vögel die Kästen annehmen und ihre Jungen großziehen. Um die Bischofswerder Innenstadt zu beleben und leerstehende Geschäftsräume attraktiver zu machen, geht die Verwaltung neue Wege. Im Rahmen des Förderprogramms Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren können interessiert Einzelhändler, Gewerbetreibende, Dienstleister, Gastronomen oder Kunstschaffende einige der Geschäftsräume für eine kurze Dauer kostenfrei anmieten. Dabei sollen neue Konzepte oder eine Expansion bestehender Geschäftsfelder ausprobiert werden. Möglich ist dies für die Dauer von bis zu 3 Monaten. Außerdem ist eine finanzielle Unterstützung bei der Einrichtung des Geschäftes mit bis zu 500 Euro möglich. Der Bautzener Bäckermeister Paul Neumann ist der erste Brotsommelier der Stadt. Der Juniorchef der Bäckerei Neumann an der Ziegelstraße hat jetzt die entsprechende Prüfung der Handwerkskammer Mannheim-Rhein-Neckar abgelegt. Im Landkreis Bautzen ist er nach Stefan Richter der Zweite. Für die Vorbereitung hatte Paul Neumann 11 Monate lang die Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim besucht. Brotsommeliers sind Experten rund um das Thema Brot, die ihr Fachwissen an Kunden und weitere Kreise weitergeben können. Im Rahmen der anstehenden Kommunalwahlen findet am 23. Mai in Bischofswerda ein Wahlforum statt. Unter dem Titel Wahl 2024 – Wem gebe ich meine Stimme? Erhalten Vertreter aller politischen Parteien jeweils 5 Minuten Zeit, um die Kernpunkte ihres Programms vorzustellen und die Bedeutung für die lokale Gemeinschaft zu erläutern.
Im Anschluss an diese Kurzpräsentation wird das Wort an das Publikum übergeben, sodass Anwohner ihre Fragen direkt an die Politiker richten können. Federführend organisiert die Veranstaltung Verein Neue Nachbarn. Los geht es in den Räumlichkeiten der BSW Berufsschule Bischofswerda am Donnerstag um 18.30 Uhr. Als Kasparini-Orgel ist in Görlitz die Sonnenorgel bekannt. Doch im Innern steckt seit über 30 Jahren das Werk des international bekannten Organisten Professor Matthias Eisenberg. Am vorigen, dem Pfingstsonntag, wurde mit dem Engelwerk nach dem Einbau von über 200 neuen Pfeifen die wohl letzte Komplettierung für diese Orgel im Beisein einiger Prominenz in Dienst gestellt. Im Gottesdienst am Pfingstsonntag wurden in der Görlitzer Peterskirche die neuen 208 Pfeifen, die spanischen Trompeten, in Dienst genommen. Dazu kam eigens der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, Christian Stäblein, von Berlin nach Görlitz. Der Bischof predigte und stellte danach das Engelwerk, wie die spanischen Trompeten in der Sonnenorgel genannt werden, in Dienst. Die spanischen Trompeten, die Trompeterie in der Sonnenorgel, stellen wir heute in Dienst. Ihr Klang wird unseren Gottesdienst erfüllen, Gottes Wort ankündigen, unseren Gesang begleiten. Und in Konzerten wird die Orgel mit voller Stimme erklingen. Dank und Lob, Klagen und Bitte bringen wir zu Gott, wenn sie gespielt wird. Und so beten wir jetzt. Gott, unser Schöpfer, die ganze Schöpfung singt dein Lied, singt dein Lob, in vielen Sprachen. Wir danken dir für die Musik, für die Kunst derer, die komponieren und Instrumente bauen, und für die Kunst derer, die sie durch ihr Spiel zum Klingen zu deiner Ehre. Lass den Gesang der Menschen und die Stimme dieser Orgel mit neuen Trompetenwerken dir zur Ehre und den Menschen zum Heil. Und so sei diese Orgel mit ihren neuen spanischen Trompeten im Dienst Gottes geweiht, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Herrn Professor Eisenberg für sein großes Engagement in den vergangenen über drei Jahrzehnte, über dieses große Glück mit dieser wunderbaren Schweizer Orgelbaufirma und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich gemeinsam auf den Weg zu machen. Ohne sie wäre dieses Werk nicht gelungen. Das heutige Geschenk, diese spanischen Trompeten, sind noch einmal ein so wunderbares Bekenntnis zu dieser Orgel, zu unserer Stadt, zur Musik. Ein herzlichen Dank, Herr Professor Eisenberg. Für Professor Matthias Eisenberg war dieser Tag, wie es im Psalm 118 steht, der am Anfang des Gottesdienstes gesprochen wurde. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Mit der Installation und Intonierung der neuen Pfeifen durch die Schweizer Firma Mattis Orgelbau ist nun diese Orgel komplett. Matthias Eisenberg hatte kurz nach der politischen Wende gemeinsam mit Reinhard Seliger, dem heutigen Kirchenmusikdirektor, hinter dem Kasparini-Prospekt eine neue Orgel errichtet. Nach dem Ende des Gottesdienstes war bei Brötchen und Getränken die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und die Freude miteinander zu teilen, speziell über die Musik, die von der Sonnenorgel nun noch vollkommener in der Peterskirche zu hören sein wird. Veni Sancte Spiritus, komm Heiliger Geist, war am Anfang des Gottesdienstes musikalisch zu hören. Von bösen Geistern, von Geistern, die Menschen nicht mehr loswerden, gerufen oder nicht,
ist vielfach die Rede, vom Heiligen Geist spricht man seltener in der säkularen Welt. Doch der gute, der Heilige Geist ist untrennbar mit Pfingsten verbunden. Bischof Stäblein versucht in aller Kürze eine Erklärung. Pfingsten, das ist die Gabe des Heiligen Geistes. Aber was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist das, was uns Gottes Wort lebendig macht, so dass es jetzt ist. Nicht eine alte Geschichte von vor 2000 oder 2500 Jahren, sondern das, was jetzt in unserem Herzen den Glauben weckt, das Vertrauen auf Gott weckt, die Hoffnung stärkt und uns miteinander verbindet. Jetzt mag der eine oder andere sagen, aber wie kann ich das sehen und bekommen? Es wirkt Gott in uns, dass sein Wort jetzt ist, mein Vertrauen auf ihn stärkt und lebt. Professor Matthias Eisenberg hatte den Pfingstgottesdienst an der Orgel begleitet. Zum letzten Musikstück, dem Postludium, wechselte Reinhard Seliger auf die Orgelbank. Einige Stunden später begann er bei der 22. Görlitzer Orgelnacht das 470. Konzert an der Sonnenorgel. Über diese Nacht berichtet die Lausitzwelle in einigen Tagen. Raumgewinn ist ein Trendsetter, ist Inspiration. Es fängt schon damit an, wenn Sie reinkommen. Wow, was ist denn das hier? Im Raumgewinn sind wir für Sie da, damit Ihr Traum vom eigenen Haus oder der sanierten Wohnung wahr werden kann. Unsere Kunden sagen, wir brauchen jemanden, der uns an die Hand nimmt und die ganze Sache für uns stressfrei gestaltet. Eben aus einer Hand, lass uns das gemeinsam angehen. Besuchen Sie uns in Dresden, Gerockstraße. Die Operngala in Doberlug-Kirchhain mit Weltstar Rolando Villason und dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt. Am 22. Juni auf der Schlosswiese in Doberlug. Ein Erlebnis mit klassischen Opernhits von Mozart bis Verdi und Ohrwürmern der Operette. Und mit einem Feuerwerksspektakel der Sonderklasse. Jetzt schon Karten sichern. Online über spk-elbe-elster.de. /Ticketshop. Zu einem Crash zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw kam es gestern Nachmittag unweit des Wasserturmes in Hoyerswerda. Diese und weitere Meldungen nun in unserem Blaulichtreport. Am Montagnachmittag kam es in Hoyerswerda auf der Dresdner Straße in Höhe des Wasserturms zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Offenbar wollte ein älterer Mann auf die Dresdner Straße fahren und übersah dabei einen Motorradfahrer. Dieser konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Pkw. Der Motorradfahrer und der Lenker des Pkw mussten ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die herbeigerufene Feuerwehr sperrte die Straße komplett, unterstützte den Rettungsdienst und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Die Straße war für die Zeit des Unfalls in beide Richtungen voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Besonders dreiste Diebe haben sich in der Nacht zu Montag an der A4 im Bereich des Tunnels Westportals bedient. Sie stahlen Kupferkabel im Wert von etwa 55.000 Euro aus einem Baustellencontainer. Polizisten nahmen die Anzeige auf und sicherten Spuren am Tatort. Mit den Ermittlungen befasst sich nun das Autobahnpolizeirevier. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in dieser Zeit gemacht haben oder die Täter gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Auch bei Senftenberg drangen am Pfingstwochenende Unbekannte gewaltsam in einen Container auf einem Baustellengelände ein.
Nach ersten Ermittlungen wurden unter anderem hochwertige Messgeräte entwendet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro. Wie immer an dieser Stelle der Sendung gibt's jetzt noch den Wetterbericht, konkret für unsere Heimat und die passenden Tipps für Ihre wohlverdiente Freizeit. Bleiben Sie dran, vielleicht ist ja auch etwas für Sie mit dabei. Bereits zum 15. Mal präsentieren sich am Sonntag, den 26. Mai, Park- und Gartenanlagen der Region. Zum Aktionstag, Tag der Parks und Gärten, organisieren die Betreiber Schlossführungen, kreative Kleinkunstmärkte, abwechslungsreiche Programme mit musikalischer Unterhaltung und laden klein und groß zum Verweilen, Spazieren und Schlemmen ein. Dieses Jahr ist das Museum der Westlausitz-Kamenz mit dem Museumsgarten erstmalig auch dabei. Obwohl der Museumsgarten nicht sehr groß ist, stellt er eine Besonderheit unter den botanischen Gärten dar. Seien Sie mit dabei und finden Sie heraus, was diese Besonderheiten sind. Der Eintritt ist für Sie kostenfrei. Ein bunter Mix aus regionalem Handwerk, Handel, kulinarischen Leckereien, Mitmachangeboten, einer Bühne mit unterhaltsamem Live-Programm sowie exklusiven Sonderführungen mit dem Förderverein der Energiefabrik Knappenrode lädt groß und klein zum Stöbern, Verweilen, Schlendern und Erleben ein. Bitte beachten Sie, dass es in diesem Jahr keinen gesonderten Trödelmarkt im Rahmen der Fabrikfestspiele geben wird. Das Team der Energiefabrik heißt Sie zu dem Sommerfest für die ganze Familie herzlich willkommen. Anlässlich des 700-jährigen Ortsjubiläums des Herrnhuter Ortsteils Ruppertsdorf laden Sie die Ruppertsdorfer zum Handwerker- und Bauernmarkt ein. Regionale Händler präsentieren am 25. Mai auf dem Festgelände Spezialitäten und Handgemachtes aus der Region. Der Markt findet von 9 bis 19 Uhr statt und der Eintritt ist frei. Für Speisen und Getränke ist natürlich bestens gesorgt. Der Morgen startete meist sonnig und wolkenlos. Bis Mittag zogen dann zusehends mehr Wolken auf und im Oberlausitzer Bergland gab es zum Abend hin die ersten kleineren Schauer. Im Rest der Lausitz blieb es noch trocken und mit maximal 27 Grad auch frühsommerlich warm. Der Wind wehte leicht mit vereinzelten Böen aus Ost-Südost und der Tag lud zu einem Feierabendeis ein. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es relativ warm und es beginnt in weiten Teilen der Lausitz zu regnen. Der Regen hält auch in den Morgenstunden weiter an. Im Bergland kann es auch zur Gewitterbildung kommen. Für die Gärtner stehen also die Chancen gut, dass die Regenfässer sich wieder füllen. Im Verlaufe des Tages lassen die Schauer nach. Die Sonne findet allerdings nur spärlich den Weg durch die Wolkendecke. Vereinzelt kann es auch in der Niederlausitz und in den Gefilden zu Gewittern kommen. Die Temperaturen gehen im Vergleich zu den Vortagen deutlich zurück. Im Bergland liegen sie bei 20 Grad im Maximum. In der Niederlausitz steigen die Temperaturen auf frühlingshafte 22 Grad in den Gefilden und der Westlausitz auf 19 Grad an. Der Wind weht aus westlich-südwestlicher Richtung. Am Donnerstag und Freitag bleiben die Temperaturen weiterhin frühlingshaft und der Himmel wechselhaft. Am Donnerstag kann es am Vormittag noch zu leichten Regen kommen. Das Thermometer zeigt 24 Grad an und der Wind dreht im Bergland von West auf Nord, im Flachland auf südwestliche Richtung. Freitag bleibt es in der Lausitz ein wenig kühler und startet in weiten Teilen wolkig. Letzte Wolkenlücken schließen sich auch in den Niederlausitz zum Nachmittag hin und es kommt bei nordöstlichem Wind wieder zu Schauern in der Lausitz mit teilweisen Gewittern. Und das war's auch schon fast mit der Drehscheibe Lausitz. Sollten Sie etwas verpasst haben oder noch einmal sehen wollen, dann besuchen Sie uns gerne auch bei YouTube. Wenn Sie unseren Lausitzwelle-Kanal hier abonnieren, dann bleiben Sie aktuell informiert. Und wie jeden Dienstag öffnen wir jetzt ganz zum Schluss der Sendung wieder unser Lausitzwelle-Kulturfenster für Sie. Bereits als eine Art Tradition findet auch in diesem Jahr im September das Kraftrad-Bergsteigen auf dem Keulenberg statt. Wer da als Fahrer mit dabei sein möchte, der sollte sich beim Keulenberg-Verein melden. Dieser hat nämlich vor einer Weile einen lustigen Kurzfilm rausgebracht, der über das alljährliche Treffen informiert. Viel Spaß beim Anschauen. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Die nächste Drehscheibe Lausitz mit den neuen Nachrichten gibt es dann morgen wieder, wie gewohnt, ab 18 Uhr. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Das Lausitzwelle Kulturfenster. Hallo, everybody. Hallo, hallo. Achtung, Achtung. Hier spricht Radio Keulenberg. Teilnahme beim 4. Kraftrad-Bergsteigen nur mit Voranmeldung. Ich wiederhole, nur mit Voranmeldung. Begrenzt auf 200 Motorräder. Mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.